Jo, hi, zurück zu Final Fantasy. Wir sind hier in der Jägersiedlung. Keine Ahnung, was es ist. Ich bin einfach mal Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Karte Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. technisch hier Kommt, hören wir uns hingelaufen. um. Also hergefahren mit dem Autochen. Lass mal gucken, was hier so los ist. Hi, wer bist du denn? Er Für verkauft. jedes Problem die richtige Lösung. Was verkauft er denn? Coolere Sachen? Breitschwert, naja. Kriegsklinge ist gut. Kriegsklinge, aber hier 150er haben wir zweimal. Rächer. Soldatenknöchelband. Na gut, komm. Das haben wir jetzt alles irgendwie nicht. Man sieht sich. See you. Mal reingehen hier. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Okay, ist das in Ordnung? Können wir sie nochmal anquatschen? Warum denn? Was ist jetzt da los? Pfoten weg. Okay. Hier gab es noch einen Sidequest. Wo ist der? Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden ja, wurde. Ja, die ist ja auch nicht gestorben. Hallo Jungs, ich will euch nichts aufdrängen, aber falls ihr gerade nichts zu tun habt, könntet ihr wieder auf Markensuche gehen. Staub zu Staub. Okay, Marke finden. Oh, süßer Hund. Lass uns mal gucken, was hier sonst noch so rumliegt. Ach ja. Hallo auch, ich bin Kenny Crow. Kennen Sie schon unsere neuesten Nein, wahrscheinlich nicht. Lass mit denen nochmal quatschen. Irgendjemand hat ihn General genannt. Warum wohl? Vielleicht, weil er sehr stark ist. Oder er war früher... Ein normaler Jäger war das nicht. Die schwarze Uniform sah eher nach Königsgarde aus. Wie sieht's denn hier eigentlich mit Kokobus aus? Wo sind die denn hier? Er hat aus der Hauptstadt geschafft. Auch verboten. Da könntest du tatsächlich recht haben. Okay. Oh, nochmal Marken suchen? Ich weiß nicht. Ding Dong. Also Tata-mäßig sind wir sowieso nicht so gut bestückt, aber wir haben auch noch ganz gut was, ne? Bis bald! Ach. Wo kriegt man denn hier Aufträge? Da drüben irgendwo, oder? Ganz vorne. Drüben können wir schnarchen. Lassen wir mal auf die Karte gucken. Ah, ich dachte, hier könnte man irgendwo noch mal Aufträge kriegen. Lass mal eben kurz gucken. Er hat uns ja was angeboten, ne? Hat er gesagt. Staub zu Staub können wir natürlich mal kurz gucken. Und wo soll das sein? Komm, lass uns mal gucken, wie weit ist denn das? 300 in die Richtung, das können wir doch mal eben laufen, oder? Scorpions! Konzentration! Okay! Das könnte heikel werden. Ach nee! Oh, Riesenskorpion! Yeah.
Mein Fehler. Hey, alles klar bei dir? Ach, nur ein paar Schrammen. Bist du okay? Ich komm klar. Du kannst Bock drauf. Ignis! Bereit? Los, Nord! Verstanden! Das ist hart drauf, der Junge, ne? Das sieht sollten super wir uns nicht aus. Besser Quatsch, zurückziehen? Den kriegen wir wohl kaputt. Ignis sieht nicht besonders fit aus. So gut. Danke, sehr aufmerksam. Kriegen wir den Ball mal kaputt? Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Das sieht nicht gut aus. Vielen Dank. Kein Thema. Oh Mann, ich glaube, wir sind erledigt. Noch besteht Hoffnung. Verdammt. Zu gütig. Kann doch nicht sein, ne? Komm doch! Immer schön! Ignis! Mit Vergnügen! Oh Mann, ich glaube, wir sind erledigt! War nett, euch zu kennen, Leute. Bleibt dicht bei mir, dann können wir zusammen kämpfen. Okay. Yeah!
geht so weit. Sorry. Auspassen, sonst war's das für uns. Noch besteht Hoffnung. Zwei Optionen. Töten oder getötet werden. Ich versuch's. Kann doch nicht sein, ey. Wer fällt zuerst? Wir oder der Feind? Ich geb jedenfalls nicht auf. Gleich haben wir ihn, oder? Was für eine Nervensäge. Es gibt nur noch zwei Optionen. Töten oder getötet werden. Ich gebe jedenfalls nicht auf.
Mist. Ups. Ist aber kaputt jetzt. Nocht, ein Notfall, Gladio. Mist. Ja. Okay, Leute, Mann, ey, zurück, würde ich immer sagen. Muss ja mal eben kurz hier ins... Ja, mal eben kurz zurück und da mal schnarchen, oder? Okay, Camper. Ab ins Bett. Okay, so, wir sind hier. Ich will noch mal eben kurz gucken. Staub, ich will mal zu dieser Aufgabe fahren, weil sonst dauert das immer so lange, ne? Zum Aufgabenziel. Staub. 10 Mäuse, na gut. Okay, Parkplatz. Muss man mit den fighten, nö, oder? Scheinbar doch. Leute, bleibt wachsam. Ganz schön viele, oder? Und Flattermänner. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Die kommen auch noch. Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Die Gegner nacheinander ausschalten. Oh. Lieber auf dich selbst auf. Ignis! Bereit? Ja, los jetzt. Los, Lock! Okay! Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich! Ignis!
Ich glaube, ich krieg gleich einen Zittrigen. Das riecht nach Ärger. Haben uns wohl etwas über... Ignis! Bist du okay? Ja, wir haben klar. Okay, gechillt. Das war knapp. Okay, lass uns gucken, was wir hier finden. Gehört nach Hause. Okay. Dann zurück, oder? Was haben wir hier noch? Sonst war es das, glaube ich, ne? Ja. Fahren wir zurück und liefern die Marke erstmal ab, oder? Das ist leider am sinnvollsten. Nockt! Da oben! Oder? Feinde! Danke! Da hinten. Wollen wir uns die noch greifen oder nicht? Nee. Wir wollen das fortsetzen, genau. Okay, angekommen. Mal eben kurz hinlaufen zu ihm. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Vielen Dank für die Marke. Ich werde dafür sorgen, dass die Familie sie bekommt. Okay. Bling, bling. Ich habe Befehl vom General, hier die Truppenbewegungen zu beobachten. Vermächtnis. Lass uns mal dahin fahren, oder? Vermächtnis geht nicht. Okay. Also, wenn ich keine Kohle bezahle, dann ist es kein Quickjump, sondern dann muss ich da echt hinfahren. Ist vielleicht aber auch mal nicht so schlecht, ne? Schöne Fahrt dahin. Ah, da hätten wir parken können und ein bisschen Blitze einsammeln. Vorhin haben geholfen.
Oh, da hätten wir noch schön was einsammeln können. Naja, müssen wir beim nächsten Mal machen. Ja, malerische Liefertour, aber ich dachte, ja, so eine blöde Tomate besorgen, müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir die herkriegen. Lukis Tomate. Natürlich auch gar nicht dran gedacht. Oh, das dauert lange, ey. Lass sie hier mal aussteigen, ey, weil das ist ja total nervig. Oh, Nebenquest, den ich noch nicht kenne. Lass uns mal gucken, was da abgeht. Wie wär's mit einer Pause? Kleine Pause hier. Was haben wir hier? Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Ja. Aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollte gerade los. Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut, warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Das finden wir schon. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. Na, ich will eigentlich mal eine vernünftige Aufgabe kriegen. So, malerische Lieferung, da wollen wir hin. So, komm. Nee, automatisches Fahren ganz normal auf ein Aufgabenziel. Und hier, ja. Ja. So, bei dem Vogel sollen wir eine Tomate verkaufen. Das war vorhin irgendwie, als ich da war. Oder beim letzten Mal, vorletzten Mal. Was suchen Sie heute? Nicht gerafft, ne? Kaufen. Ich brauche lecker Zutaten und zwar so eine crazy Tomate. Dann kaufen wir zwei, oder? Ja. Herzlichen Dank. Bling, schauen Sie mal wieder vorbei. Aber gerne. Wenn ich mir das mal gemerkt hätte vorhin, beziehungsweise gelesen hätte, dann hätte ich schon längst wollte doch. Ja. Okay. Das ging ziemlich schnell. Wir möchten natürlich da das Da kann man ja fortsetzen. Kaum von Arbeit sprechen. Er hat halt ein gutes Herz. Kommt. Bringen wir es gleich zu ihm. Alter, der fährt doch jetzt nicht wieder 300 Kilometer. Scheißen Dreck. Ah. Meine Güte.
Hier war doch irgendwo da vorne so ein komisches Lager, oder? Ja, hier. Und da waren wir noch nicht. Das würde ich aber ganz gerne mal benutzen wollen. Nicht so schlecht, oder? Weil hier dampft es immer schön. Und wir fahren mal freundlich vorbei. Genau. Ein Refugium. Ja, besser ist, man nutzt das, ne? Appels Bett. Hm. Kling, kling. Oh, er kann aber hier. Guck mal. Hm. 21 Fertigkeitspunkte, dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Das ist gut. Fling, klar. So, lass uns mal gucken, dass wir runterlaufen. Moment, wo ist das Auto hin? Da. Wo steht die Karre? Hä? Hallo? Hallo? Da hinten, okay. Wir waren ein bisschen weit weggelaufen. Was ich aber erreichen möchte, ist... Oh, die fahren alle ganz langsam vorbei. Was ich erreichen möchte, ist, dass wir automatisch fahren, und zwar Aufgabenziel. Genau. Klar. Kurze Verschnaufpause. Okay. Dann lass uns mal die Crazy Tomate abliefern. Ups. Was darf's heute sein? Ja, eigentlich wollte ich ja die Tomate abliefern. Unsere Jagdziele. Oh, alles recht hoch. Ernährt euch abwechslungsreich. Schon klar. Ha. So, Aufgabe. Klar. Oh. Seid ihr schon fündig geworden? War viel zu einfach. Wenn Sid das wüsste... Hast wohl recht. Beim nächsten Mal sollte ich die Anforderungen vielleicht noch ein wenig höher ansetzen. Trotzdem, ihr habt mir einen Besorgungsgang erspart. Dafür sollt ihr nicht leer ausgehen. Kocht was Nettes damit. Okay, 300 EPs ist nicht schlecht. EPs. Okay. Jede Menge Zeug. Das ist nett. Okay, das ist natürlich cool. Lass mal gucken, ob er noch was... Esst ihr auch ordentlich? Klar. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Sammelstellen. Je mehr wir mit dem quatschen, desto mehr gibt's, ne? Okay, lecker Mieteressen brauchen wir eigentlich Wenn nicht. Wenn der Magen knurrt, wisst ihr Bescheid. Was hat er denn für eine Aufgabe gehabt? Habt ihr Zeit, mir wieder ein bisschen zu helfen? Klar. Ist das wieder bloß eine Einkaufstour? Nein, die Schonzeit ist vorbei. Für euch hat jetzt die Jagdsaison begonnen. Ihr sollt mir was erlegen. Die Beute möchte ich für ein neues Gericht verwenden. Ich hoffe, ich überschätze euch nicht. Das wäre dann wohl erledigt. Los, bevor es schlecht wird. Hm.
Okay, so, jetzt lass uns mal gucken, was wir sonst noch für komische Aufgaben haben. Wir haben noch Vermächtnis. Was ist mit Vermächtnis? Da möchte ich eigentlich mal dran arbeiten. Tucker will wohl sein Angebot erweitern. Sowas hat er erwähnt, ja. Vielleicht lässt er uns ja probieren. Wir sollten also ihn nicht warten lassen. Ich glaube, die Scheibe ist auch nicht sauber. Die müssen wirklich mal geputzt werden. Ah, danke schön. Ja, sehr schön. Fertig. Perfekt. Saubere Arbeit, was? Jupp. Okay, so, dann lass uns mal zu Vermächtnis hinfahren. Ich weiß aber jetzt nicht, weil das war ja eigentlich da oben bei diesem Jäger-Ding. Jäger-Blabla. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Okay, komisch, ne? Ich würde mal sagen, das gucken wir beim nächsten Mal dann erst an, okay? Also, bis denne. Ciao.